Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück beim Master of Orion Conquer the Stars mit Middle Mr. Merp. Wir bauen nochmal die Schiffe um, denn ich wurde nochmal mehrfach auf einen Mega-Fail von mir hingewiesen. Die Hyper-X-Kondensatoren sind natürlich hier drin und wenn wir sie jetzt hier einbauen, haben wir plötzlich mega viel Platz. Dann brauchen wir auch die Gauss-Kanone nicht mehr und wir haben ja jetzt auch die Plasma-Strahlen, die, wenn wir sie jetzt hier in diese Schiffe einbauen, einen unfassbaren Schadensboost verursachen. 3000 Angriffskraft auf so einem Zerstörer. Und ich persönlich hoffe jetzt, dass das jetzt hier nicht abstürzt, denn ich hatte gerade eben schon mal 5 Minuten hier gespielt und das hier alles schon mal gemacht. Deswegen weiß ich das jetzt auch. Und dann kam der Crash und ich musste wieder von vorne anfangen. So, hier machen wir das jetzt genau das gleiche. Wir brauchen jetzt die Gefechtssensoren deswegen nicht mehr unbedingt. Da setze ich lieber auf mehr Geschosse. Tut das hier raus. Hier habe ich da habe ich tatsächlich festgestellt, dass sich das nicht lohnt. Und wir bei den kleinen Schiffen hier nicht auf Plasma, sondern auf Phaser setzen. Haben wir hier, wir sehen 380. Wenn ich jetzt auf Plasma gehe, hier alles einsetze, dann bekommen wir nicht mal 2 hin. Und dann sind wir hier... Wobei, oh scheiße, das bringt ja tatsächlich sogar noch, doch noch mehr. Oh. Oh. Ich habe Dinge gelernt. Plasma scheint wirklich mega zu sein. Und vor allem das Beste an Plasma ist, es hat eine deutlich höhere Reichweite. Boah, wir bekommen sogar... Wahnsinn. Das ist ja mal krass. Was bekommen wir denn hier für Schiffe zusammen? Zerstörer. Machen wir natürlich auch... Da verzichte ich auch auf diese Dinger hier. Die wollte ich ja eigentlich haben, aber die bauen wir jetzt halt dann bei größeren Schiffen ein. So, dann haben wir nämlich noch das da. Genau, verstärkter Rumpf. Wobei, verstärkter Rumpf? Nee, ganz im Ernst. Dann setze ich da auf das Plasmanetz. Die bekommen trotzdem das Plasmanetz. Das hier fliegt raus. Und hier bauen wir dann, genau, den Plasmastrahl ein. Wir geben ihm hier auch die gesamte Bandbreite an Bewaffnungsmöglichkeiten. 2 Stück nach vorne. Dann haben wir hier nämlich auch schon 600. Und wir können dann tatsächlich... Ja, ich denke, das ist absolut sinnvoll. Eine ordentliche Defensive noch drauf batschen. So. Dann kommen wir schon zum Schlachtschiff. Wie gesagt, wir haben ja schon beim Kreuzer eine 3000er Wertung. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir aus dem Schlachtschiff rauskitzeln können. Struktureller Analysator ist alles schön und gut. Was ist denn das? Automatische Reparatureinheit. Nee, das kommt dann tatsächlich raus. Wird durch das hier ersetzt. Und wir packen das hier raus. Und nehmen jetzt hier den Plasmastrahl rein. Wie viele kann ich da jetzt mal frontal ausrichten? Machen wir mal 8. Wow. Holy moly. Dann gehen wir mal hier auf 10 hoch, dass es hier mal eine schöne Zahl ergibt. Dann machen wir jetzt nochmal ein bisschen Plasma rundherum. Ich möchte, dass definitiv auch noch ein bisschen rundherum geballert werden kann. Dann kriegen wir nochmal 4 rein. Und kommen auf 3500. Das ist wirklich nicht schlecht. Dann können wir hier tatsächlich... Hallo? Hallo? Darf ich jetzt? Danke. Hier noch ein bisschen Defensive einbauen. So, 16 Stück. 3500, also das ist wirklich nicht schlecht. Dann haben wir nämlich hier noch struktureller Analysator. Das bedeutet, wir machen mehr Rumpfschaden an dem Teil, an den gegnerischen Schiffen. Das Ding ist generell schwerer gepanzert. Oh, mir fällt gerade eben noch was ein. Hier fehlt ja noch was. Struktureller Analysator... Verstärkter Rumpf. Das ist die Panzerung. Nee, ganz im Ernst, mir fehlt nämlich das da. Boah, dann würde das ja unfassbar Schaden machen. Unfassbar Schaden. Dafür muss ich jetzt allerdings wahrscheinlich einen wieder rausnehmen, ne? Ja, einen daraus. Und das hier nochmal ein bisschen reduzieren. Oh Gott, wie viel geht denn da raus? Nee, 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 nee. Ich kann nicht so viel davon jetzt hier opfern. Dann muss ich tatsächlich lieber hier nochmal die Frontbewaffnung um 1 reduzieren. Dann habe ich sogar noch hier ein bisschen was übrig. Trotzdem 4372. Das ist der Oberknaller. Dann lieber nochmal eine zweite Bombe mitnehmen. Und hier nochmal ein paar drauf. Reicht das? Geht das?
Nee, Raumlimit überschritten. Das hatte ich schon mal. Wir haben zwar genau gleich, aber da ist irgendwo eine Kommazahl dahinter. Und das wird mir nicht richtig angezeigt. Dann müssen wir es tatsächlich so machen. Aber ich glaube, das ist trotzdem jetzt hier wirklich sehr, sehr fett. So, und jetzt natürlich noch die Voyager-Klasse bearbeiten. Hier machen wir das ähnlich. Wobei ich der Meinung bin, dass wir die Gefechtssensoren nicht brauchen und dafür lieber das hier einbauen. Haben wir plötzlich wahnsinnig mehr Platz. Es ist nicht zu fassen. Schmeißen jetzt erstmal die Teile hier alle raus. So, haben jetzt die Frontbewaffnung Plasma. Bauen wir einfach mal 10 rein. Wupp, sind wir schon mal bei 3000. Hier gebe ich jetzt einfach nochmal ein paar Bomben oben drauf. So, jetzt machen wir nochmal eine Rundum Bewaffnung. Wie viel kriege ich da jetzt noch rein? Auch 10. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? So, und dann bin ich am Überlegen. Gehen wir hier auf 50 hoch. Dass keine dieser Art von Waffen dem irgendwie auch nur gefährlich werden können. Wir könnten jetzt tatsächlich noch Jägerhangars einbauen. Was haben wir denn schon drin? Schwerer Jägerhangar. Erhöhen wir einfach mal die Schwere Jägerhangars auf 8. Keine Ahnung, wie verändert sich eigentlich der Angriffswert dadurch? 6614. Wenn ich jetzt einen rausnehme, gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was so ein Jägerhangar bewirkt. Das ist schwer. Oder Bomberhangar? Sind die Bomberhangars besser? Was den Schaden angeht? Keine Ahnung. Also sie bewirken irgendwas. Aber ich weiß nicht was. Das muss man mal echt so festhalten. So, 6 Bomben nehmen wir noch mit. Und dann können wir hier noch mal ein bisschen was aufrüsten. Hä? Geht das? Nein, schon wieder die Stelle hinterm Komma. Okay, aber jetzt haben wir da plötzlich unglaublich derbe Werte. Kann man nicht anders sagen. Wobei ich echt am Überlegen bin, ob man hier nicht eventuell sogar noch was macht. Aber ich traue mich jetzt nicht, da nochmal reinzuklicken, weil meistens passiert der Fehler genau da. Und alle Schiffe upgraden, zack, können wir uns sogar leisten, so wie es aussieht. Dann lassen wir mal die Schiffis fliegen. Hier ist noch. Nein. Ich wollte das hier anklicken. So, Moment. Ihr landet erstmal da. Dann kann ich sogar noch was upgraden. Nochmal für 3000. Zack, nochmal ein paar Zerstörer. Boah, jetzt haben wir plötzlich hier Werte. Guckt euch das mal an. 110.000 und 42.000. Das hat sich gelohnt. Danke für den Tipp. Der Tipp kam übrigens von Harakon. Vielen lieben Dank, Harakon. Das wird uns sicherlich helfen. So, hier haben wir jetzt ordentliche Produktionsstärke auf diesem Planeten erreicht. Und ich möchte das auch ausnutzen, indem wir jetzt auch noch die tiefe Kernmine bauen. Wenn die tiefe Kernmine da ist, kommt der atmosphärische Erneuerer, der Giftstoffaufbereiter, das da rein und danach die Kernmülldeponie. Damit sind die jetzt erstmal ausgelastet. 7 mal 4 ist 28. Das lo reicht locker. Dann wird danach der Müll hier wieder abgetragen. Und hier haben wir auch noch ein Schiff, das fertig ist. Boah, diese Angriffswerte von 3000. Ich bin echt gespannt. Also, ey, da verspreche ich mir jetzt echt was davon. Dass diese Dinger jetzt halt einfach die Bulrasi aus dem All plasmaisieren. Also, Plasma ist ja die, ja, im Grunde eigentlich die höchste Energieform, die man sich vorstellen kann, rein physikalisch. Das ist ja im Grunde ionisiertes Gas. Und zwar so mega heiß. Ja, also die Hitze hängt interessanterweise immer mit dem Material zusammen. Es gibt auch tatsächlich kaltes Plasma. Ist aber trotzdem dann für seine Art und Weise, also je nachdem, was es ist, energiereich. Da gibt es tatsächlich sogar in echt Hypothesen, an denen irgendwelche Ingenieure und Physiker arbeiten, die versuchen, Plasmaschilde ohne Witz in echt herzustellen, indem sie irgendwie mit verschiedenen Magnetfeldern versuchen, Plasmaschichten zu erschaffen, die dadurch quasi also eine Art ionisierenden Schild darstellen, also dass dadurch Strahlung und andere Dinge abgewehrt werden können. Total spacig, aber findet tatsächlich statt. So.
Wir haben jetzt hier einiges an Zeit verschwendet damit, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Und wir haben demnächst hier sogar noch, ja, endlich den Todesstern. Ich bin gespannt, was wir in den Spaßvogel alles reinkriegen. Aber ich laber schon viel zu lange. Wir sehen uns gleich in der nächsten, ja, Runde. Ja, es ist geradezu witzig eigentlich, dass hier das hier, was wir hier gerade bauen, zeitgleich fertig werden wird mit der Forschung Planetoidenbau. Wodurch wir dazu in der Lage sein werden, sofort den Todesstern zu bauen, sobald er fertig ist. So, hier haben wir jetzt nochmal eine ganze Reihe von Fregatten, die halt auch jetzt, also die sind auch wirklich mega stark. Ich mag unsere Schiffe, die haben es drauf. So, der hier, ich weiß gar nicht, die Voyager muss ich wahrscheinlich sogar noch anpassen. Aber noch haben wir das Geld dafür nicht. Moment, irgendwo. Ah, da fliegt ja noch was. Boah, so schnell sind unsere Schiffe. Entschuldigung. Der Wahnsinn, wie schnell die da ankommen. Das ist extrem geil. So, nächste Runde. Dann werden wir. Ah, es gibt tatsächlich noch die Darlok. Witzig. Aber die sind auch sehr, sehr klein, so wie es aussieht. Ja, dann werden wir unseren Planetoidenbau abgeschlossen haben. Und dann geht's ans Eingemachte. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich danach lechze. Einfach nur den Burathi eine draufzugeben, damit deren Runde kürzer wird. So, ah, die Voyager müssen wir sogar nur minimalistisch anpassen. So, wird es ja Flotte hinzugefügt. Und boah, die Kampfkraft ist einfach nur abartig. So. Our scientists have made a new discovery. Oh Gott, jetzt sind die Strahlen noch kleiner geworden. Es ist der Wahnsinn. Todesstern, so sieht das Ding also bei euch aus. Und der Demolierer, der, eine, ja, brachiale Energiewaffe ist, und den werden wir definitiv auch in das Ding reinpacken. So, wir bekommen jetzt noch mehr Sachen da rein. Ach du Scheibenkleister. Machen wir separat. Wir gucken uns jetzt hier den Todesstern an. Bearbeiten. Basis-Todesstern. Das Ding sieht ja wirklich eher aus wie so eine fliegende. Okay, es gibt nur eine Variante. Design B. Ich finde diese Variante recht hübsch. So, Moment, also was wollen wir denn mit dem Scheiß? Erstmal raus, was keine Miete zahlt. Genau, Plasma. Da packen wir jetzt einfach mal 20 davon rein rundrum. Keine Sorge, das wird reingehen. Dafür sorge ich. Das kommt auch rein. Warum kann ich das da gerade nicht reinbauen? Wahrscheinlich, weil kein Platz ist. Und weigert es sich schlicht, ne? Das wird der Punkt sein. Es. Jetzt wird es aber grotesk. Schnelle Raketengestelle raus. Kriege ich es jetzt rein? Ich habe einen Bug festgestellt. Ah, ne, es ist schon drin. Ups. Ich habe keinen Bug festgestellt. Ich bin einfach nur blind. Das ist der Unterschied. So, jetzt haben wir ordentlich Platz, meine Damen und Herren. 20 Stück davon drin. Raketen. Wer braucht Raketen? Wir nicht. Demolierer. Sweet. Wie viel kann man denn da reinmachen? Zwei, Reichweite 20. Das ist ja aber arm. Machen wir mal 10. Ist jetzt ja nicht so beeindruckend. So schwere Jägerhangars kommen 6 rein. Ja, wenn ich hier schon Torpedos verwende, dann richtig. Warum ist dann nochmal so eine Torpedonummer drin? Das ist doch der totale Blödsinn. Das ist doch totaler Blödsinn. So, was können wir sonst noch einbauen? Wir haben jetzt hier momentan schwere Panzerung. Die Dinger da. Definitiv ein Plasmanetz kommt auch rein. Pulsar, ich weiß nicht, ob wir den brauchen. Breitbandorter, weiß ich auch nicht. Was ich glaube, was wir bräuchten, damit das Ding auch mal vorankommt, ist eventuell ein Verlagerungsgerät. Genau, ich will, dass das Ding hier auf jeden Fall super genau schießt. Automatische Reparatureinheit. Und. Was könnte man noch einbauen? ECM-Störsender. Entschuldigung, Schildkondensator.
Würde bei dem Teil echt Sinn machen. So viel kriegen wir auch tatsächlich gar nicht mehr rein jetzt. Hat auch eine ordentliche Verteidigung. Das sind, glaube ich, die neuesten Sachen eingebaut. Die Frage ist, was bauen wir noch ein? Ich möchte lieber noch Sachen haben, die eine ordentliche Reichweite haben. Machen wir 22 davon nur rein. Und hier rüsten wir jetzt einfach rauf, bis es ja voll ist, sozusagen. Das hier ist unser Todesstern, Leute. Was hat denn der für Lebenspunkte? Schildpunkte 5000, Rumpfpunkte 10.000. Wahnsinn. Fertig. Okay, Leute. Den Rest mache ich jetzt dazwischen, damit diese Schiffe ja alle endgültig nochmal aufgerüstet werden, weil ich ja, wie gesagt, immer noch vor der großen Furcht lebe, dass hier schon wieder alles in sich zusammenbricht. Was wir jetzt noch machen, ist ja der Molecular Tronic Computer. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss und Ade.